Zentrum Faches für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapeut und Führungskräfte. Dr. Göttl übt seinen Beruf in freier Praxis aus und verbindet Psychiatrie, Neurobiologie, Tiefenpsychologie, Traumatherapie und autopoetisch-hypnosystemisches Denken. Miteinander sein Hauptinteresse Kinder-Selbstwertung in interdependenter Bewegung. In seinem Vortrag wird als Ansehen erklären, wie sich immer der Anteil der gewaltbereiter Klienten, vielleicht auch schwieriger Klienten, auf das Team übertragen können. Danke. Ja, hallo. Es geht hier darum, wie es geht, dass das innere Traumasystem sich ins Team überträgt. Ich will ja gar nicht sagen, übertragen kann, sondern überträgt. Und jetzt schauen wir uns natürlich zuerst einmal das innere Traumasystem an, damit wir wissen, was sich da überträgt eigentlich. Wenn wir uns das so anschauen nach der Ego-State-Theorie, dann gibt es verschiedene Trauma-States, in denen sich ein Klient bewegt. Die sind zwar alle hochspezifisch und bei jedem anders, aber es gibt doch drei Übergruppen. Und das sind so die Opferintrojekte. Ein Opferintrojekt ist also alles, wo jemand in Kampf, Flucht oder Erstarrungsmodus geht, aber auch alles, wo er sich selbst mit den Augen des Täters sieht. Also Opferintrojekt heißt ja immer auch, ich sehe mich so, wie mich der Täter gesehen hat. Also zum Beispiel denkt sich der Täter, du hast es verdient, du Schlampe. Und dann denkt sich das Opferintrojekt, wenn der Klient in dem aktiviert ist, ich habe es verdient und ich bin nichts wert. Ja, und wie wird das Selbstwert sein, wenn man im Opferintrojekt ist? Der ist natürlich hoch, ganz niedrig diesem Introjekt entspricht. Das heißt, Opferintrojekt heißt nicht nur Kampf, Flucht, Erstarrung, das heißt es auch, sondern das heißt eben auch Selbstbewertungen, die er übernommen hat von Fremdwerten. Wozu speichern wir sowas überhaupt ein? Man kann sich ja fragen, das ist ja blöd, dass man da so was einspeichert wie ein Opferintrojekt bei einem Trauma. Aber eigentlich reden wir hier über Bindungstraumatisierungen und die bedeuten, ich muss abschätzen können, wann ich gefährdet bin. Ich muss einschätzen können, wann passiert es wieder, damit ich einen inneren Schutz hochfahren kann. Das heißt, ich muss den Täter doch in ziemlich vielen Qualitäten, speziell dann, wenn er gefährlich wird, in mir einspeichern. Und das ist dann auch schon das zweite Projekt, dieses Täterprojekt. Und ich muss natürlich auch einspeichern, wann er in mir ein Opfer sieht, daher das Opferprojekt. Das heißt, wir haben hier einen guten Grund, Menschen in Übergriffs- oder Bedrohungssituationen besonders gut einzusprechen. Das ist der Grund, sie wieder zu erkennen, rechtzeitig. Vor allem dann, wenn sie sonst freundlich sind oder scheinbar ungefährlich, wenn sie was nett selbst aktiv werden. Also das Täterprojekt denkt und sieht man die Welt und andere Menschen in den Augen des Täters. Also zum Beispiel, der hat es verdient. Oder der ist nichts wert. Ja, so. Und dann gibt es noch Säureretter. Säureretter, also das ist das Karpan-Drama-Dreieck für die, die das wieder erkennen. Säureretter bedeutet jemand, der zwar tröstet, aber das System stabilisiert, aufrechterhält. Also zum Beispiel beim sexuellen Missbrauch heißt es, komm her, ich tröste dich, die Männer sind halt so. Das müssen wir Frauen halt aushalten. So sind die. Ja, das wäre also definitiv eine Stabilisierung des Traumasystems, also wird nichts getan gegen die Täter, sondern es wird als gegeben hingenommen, aber es wird getröstet. Das sind Pseudoretter oder Retter. Und das sind so drei Übergruppen. Und wie das dann bei jemandem speziell aussieht, ist dann hochspezifisch. Und bei jedem ganz anders, aber jeder von uns kennt es. Sich als Opfer zu empfinden, sich als Täter berechtigt zu fühlen oder als Pseudoretter total hilfreich zu glauben. Genau, und dem gegenüber steht die alltagsnormale Persönlichkeit und das ist die Persönlichkeit, die weiß nichts von dem Trauma, weil da gibt es eine Spaltung.
Also, weiß nichts. Ne? Irgendwo weiß man es natürlich schon, aber hat es nicht präsent, nicht aktualisiert. Dafür kann sie funktionieren. Alles geht in der alltagsnormalen Persönlichkeit. Das ist das Tolle dran. Ich kann arbeiten oder Schule gehen, ich kann Sexualität leben oder Beziehung führen, solange kein Schlüsselreiz kommt. Wenn der Schlüsselreiz kommt, schaut das anders aus. Aber bis dahin kann ich in dieser alltagsnormalen Persönlichkeit mit aufrechter Spaltung dahin arbeiten. Sigmund Freud hat einmal gesagt, Symptome entstehen erst dann, wenn die Abwehr zusammenbricht. Und das heißt, solange die Spaltung funktioniert, sind wir gesund. Nur, die ist nicht haltbar. Und deswegen gibt es zum Glück noch etwas, was wir Firefighter nennen. Und Firefighter sind alles, was wir tun können, damit wir trotz Schlüsselreiz nicht ins Trauma kippen. So kommt jetzt der Schlüsselreiz daher, und Schlüsselreize sind alles, was der Körper erleben kann, also sehen, hören, riechen, schmecken, tasten, Schmerz, Temperatur, Gleichgewicht, Propriozeption, Vibration. Alles, was der Körper bewusst wahrnehmen kann an Sinnesorganen, kann ein Schlüsselreiz sein, wenn es mir an damals erinnert. Zum Beispiel die Frau, die mir erzählt hat, sie legt sich am Abend hin und dann legt sie ihr Handy auf den Nachtkasten. Und diese Bewegung, die ist der Schlüsselreiz. Und sie hat 15 Jahre gebraucht, um zu checken, warum sie schlecht geht, wenn sie sich hinlegt. Weil der Schlüsselreiz löst nicht die Erinnerung aus, aber den Stress. Ja. Und das heißt, die Frau weiß nichts davon, warum sie dann immer so schlecht geht. Die denkt, sie hat Schlafstörungen. Hat sie nicht erwähnt, natürlich dann auch in Folge. Aber eigentlich ist sie genau in dem Moment frisch getriggert durch ihre Bewegung. Und natürlich legt sie nicht jeden Abend das Handy genauso hin. Und man legt sich anders hin und dann sagt sie, ich habe hin und wieder Schlafstörungen. Also so. Jedenfalls kommt der Schlüsselreiz. Und wenn der Schlüsselreiz kommt, Schlüsselreize können auch Gedanken sein, ich bin nichts wert, ich habe es verdient. So. Dann kippen wir normalerweise in eines dieser Traumasysteme. Also entweder kippe ich mein Tetan-Projekt oder mein Hopfen-Projekt oder mein Pseudorandin-Projekt. Und jeder dieser drei Teile hat seine spezifische Schlüsselreize. Aber ich habe noch was in der Hand und das sind die Firefighter. Und Firefighter sind alles, was ich tun kann, damit ich jetzt doch nicht reinkippe. Und was ist das? Schauen wir mal, was das sein kann. Wir gehen mal ein bisschen ins Gehirn rein. So. Und das schaut nur auf den ersten Blick kompliziert. Hier unten ist das Gefahrenschutzsystem. Das ist die Amygdala, das ist der Hippocampus. Sprich, alles, was dazu dient, der Optin zu entscheiden. Kämpfen, fliehen und erstarren sind da angesagt. Das ist dieses System. Und dieses System bedient sich Schlüsselreize, die stehen im Hippocampus drin und in der Amygdala. Und das hat aber Systeme, die höherwertig sind. Wir sehen schon, da sind Kerne drüber gelagert, die sind höher und die können auf dieses System einwirken. Das heißt, wenn ich einen Schlüsselreiz habe, dann könnte ich jetzt einen höherwertigen Kern aktivieren und würde nicht ins Traumasystem kippen, in mein eigenes. Da bietet sich mal dieser erste Kern an, dieser hier, der Bettnukleus Triaterminalis. Und der ist zuständig für Genweitergabe. Für Genweitergabe braucht man Sexualität. Aber weil es mal so ist, dass es auch keine Genweitergabe ist, wenn die Kinder nach der Geburt wegfressen werden, braucht man Bindung. Solange bis die Kinder groß genug sind, sich selbst zu verteidigen. Ich rede hier von Säugetiersystemen. Ja. Weil in der Natur da draußen immer dann, wenn Säugetiergruppen natürliche Feinde haben, die sie fressen können, Paarbeziehungen auch das Kind besser schützen, bevor sie fressen werden, gibt es in allen Säugetiergruppen mit natürlichen Feinden Paarbeziehungen. Solange, bis das Kind sich selbst verteidigen kann. Und, ja, genau. Und weil es halt so ist, dass man eine Partnerwahl braucht, gibt es noch was in diesem Kern und das nennen wir Hierarchie oder Macht oder Revierverhalten? Weil, wenn ich höher oben stehe in der Säugetiergruppe, habe ich mehr Auswahl. Das ist bei den Hirschen so,
Platz hier, sagt man zum Beispiel. Ne? Und so. Jedenfalls, dieser Kern, kann ich gleich beweisen, beruhigt hocheffektives Gefahrensystem. Wie macht er das? Stellt euch vor, steht es im brennenden Haus und das Gefahrensystem sagt Flucht. Das ist sinnvoll, ne? Beim brennenden Haus. Aber, jetzt sagt der Betonkristalli Terminalis, ein Baby liegt im dritten Stock. Und die Feuerwehr braucht noch 30 Minuten. Dann wäre es so ein Moment, wo die meisten von uns sich entscheiden, na gut, dann drehe ich jetzt die Gefahrenwahrnehmung weit runter, nicht weg, sondern runter. Weil wir ja immer noch wissen, dass ich durch ein brennendes Haus renne und nicht durch ein nicht brennendes Haus. Also die Gefahrenwahrnehmung bleibt da. Aber ich kann durch ein brennendes Haus rennen plötzlich, weil ich ein Baby habe da oben. Nicht? Und renne darauf. Das heißt, die Innung ist stärker als Gefahr. Brauchen tut das so ein Prozess 750 Millisekunden, also ein bisschen Zeit braucht es. Das ist der Moment, mein Baby, ne, so lange braucht es. Also das geht schnell, wenn man so mal drauf hat. Das heißt, wenn man mal entdeckt hat, als traumatisierter Mensch, wir gehen da mal ein bisschen zurück, so, das ist mein System, jetzt würde ein Schlüsselreizer kommen, ich würde ins Traumasystem kippen, darauf habe ich aber keine Lust. Dass es hilfreich ist, diesen Kern zu aktivieren, dann kann ich diese Methoden einsetzen. Damit meine Gefahr in 750 Millisekunden runtergedreht wird. Innen Sex oder Macht. Oder halt Erotik und Macht. Ja. Das funktioniert sehr schnell. Das ist ja nichts, was man beigebracht kriegt, so bewusst, aber unbewusst kriegt man das dann sehr schnell mit, sobald man das entdeckt hat, das Frage des Entdeckens. Und jetzt gibt es manche traumatisierten Menschen, die entdecken die Bindung. Und die sind dann sehr bindungsabhängig. Die brauchen ständig die Außenbeziehung aktualisiert. Du musst hier sein, du musst am Telefon sein, du musst am besten herkommen. Und du darfst nicht gehen. Also nichts mit Denk an mich. So. Das muss hier und jetzt sein. Dieser Kern, nämlich dieser Bettenindustrie Terminalis, der kann nicht in Abwesenheit von Menschen arbeiten. Die müssen da sein. Er funktioniert nur in Anwesenheit von den Menschen. Ja. Also man kann Bindung einsetzen als traumatisierter Mensch und dann wird man es lernen, dass das hilft. Man kann aber auch natürlich sexualisiertes Verhalten einsetzen. Auch dann, wenn man nicht sexuell missbraucht worden ist, sobald man es entdeckt. Man kann, wobei mit sexuellem Missbrauch ist es leichter, weil da hat man es schon geübt. Ne? Das ist natürlich sarkastisch jetzt, gell? Aber es ist ein beigebracht worden, das meine ich jetzt. Ja? Sexualisiertes Verhalten ist eine Schulungsfrage gewesen, obwohl man es eben auch so entdecken kann. Es ist ja sogar ein sicherer Hinweis darauf, dass es ein sexuelles Trauma war, aber es ist ein sicherer Hinweis darauf, dass jemand sein Gefahrensystem runterdreht. Das, weil es so gut funktioniert und Macht funktioniert auch gut. Wir nennen das dann im pädagogischen System, in der manipuliert ist. Ja? Da stehe ich mit meinem 14-jährigen Jugendlichen auf der Kinder- und Jugendpsychiatrie und denke mir, jetzt bin ich mal ganz gescheit. Der will eine Aufgabe machen, so seit ein paar Monaten, und wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen. Und ich denke mir, ich mache mal was, was ich gerade erklärt habe, nämlich einen Verstärkerplan, ich bin ja tiefenpsychologisch. Aber jetzt mache ich sowas und baue den ganz toll. Und er hat echt keine Chance mehr rauszukommen. Das sieht er auch so. Und was passiert? Deshalb, weil er keine Chance hat. Er kann das System hier nicht mehr einsetzen, sein Machtsystem, der das immer mit Glasscheiben bedroht und so. Und hat dabei gelogen, und dann könnte man sagen, es macht ihm Spaß und er provoziert uns, aber jetzt, wo wir ihm die Möglichkeit genommen haben, kippt er auf, und zwar sofort. Er kippt sofort ins Bedrohungssystem und ist richtig, richtig schlecht. Und dann hat es mir sehr leid getan, dass ich ihn als Lernobjekt verwenden habe müssen. Ich habe es nicht gewusst. Also, aber ich habe sehr viel gelernt, dass das nicht geht. Das ist unmenschlich. Ja, aber das war natürlich für mich noch nicht absehbar damals. Heute verstehe ich es auch neurobiologisch, der musste darunter kippen. Ich nehme diesen Kern weg, weil ich sage, der darf mich nicht manipulieren. Ja, super. Aber wozu macht das denn? Ja. Gut, also das ist die Klasse 1 von Firefighter, das Bindung, Sex und Macht. Klasse 2 bezieht sich auf den Kern darüber, Nucleus Accumbens. Der, wie man sieht, auch über dem Gefahrensystem steht und der ist zuständig für prosoziale Aktivität. Plötzlich vor der Stamm 100, es wird Zeit, dass wir in deren Jahren gehen.
Und zwar Bärenjagd ist lebensgefährlich vor 10.000 Jahren. Gell? Also so mit dem Speer und so, das ist nicht so ohne. Da muss ich nachher fahren. Da muss ich ziemlich nah gegenüberstehen für den Kampf. Das heißt, ich muss in der Lage sein, das Gefahrensystem von oben runterzudrehen. Sonst kann ich ja nicht kämpfen, dann würde ich fliehen oder sonst was besser am Bärenjagd. Da würde ich also nicht jetzt in den kontrollierten Kampf gehen. Und wenn ich sowas mache, dann schütte ich hier Dopamin aus. Der Bernoglycerin-Terminal macht Oxytocin, der macht Dopamin. Und Dopamin ist das, was wir so als Belohnungen fühlen. Dieser Kern lässt sich boykottieren. Durch alles, was so ähnlich wirkt, wie als würde ich auf die Bärenjagd gehen. Zum Beispiel könnt ihr jetzt direkt vor dem Kampf, muss ich jetzt sehr viel Zucker mobilisieren, damit ich kämpfen kann. Der Zucker muss in die Muskeln, der Zucker muss ins Gehirn für den Kampf gegen den Bären. Ihr könnt also auch von außen Zucker essen und es hätte diesen Effekt hier, dass Lucas Accumbens über sein Dopamin das Gefahrensystem runterdreht. Ihr könnt aber auch genauso in eine kontrollierte Gefahr reingehen, quasi Bärenkampf. Also ich fahre Motorrad oder ich spiele Actionspiel oder schaue Actionspiel oder beginne einen Streit. Jeder Kampf, auch körperlicher Kampf, wo ihr die Fantasie der Kontrolle habt, ob das reale spielt, wird hier nicht vorkommen. Und wenn ich mittendrin drauf komme, ich habe die Kontrolle verloren, was muss dann passieren? Ich muss sofort das Gefahrensystem kippen, wenn ich es dafür eingesetzt habe. Wenn ich zuerst war das Gefahrensystem hoch, jetzt denke ich mal kontrollierter Kampf, habe Spaß und in dem Moment, wo ich es nicht mehr kontrollieren kann, kippe ich natürlich ins Gefahrensystem runter. Das kennt ihr, die Rage und plötzlich kippt es. Also, kippt. Genau. Und deswegen ergibt sich eine zweite Klasse von Firefightern. Zuckerstückchen mit dabei. Das ist ja nicht die neueste Version von meinem Vortragsdecker. Egal. Da gehört Zucker her. Zucker ist also natürlich weiter gemeint. Also in diesen Kern geht jetzt alles rein, was Heroin ist, was Haschisch ist, Alkohol, Nikotin. Die setzen alle in den Nucleus Accumbens an. Deswegen im Suchtbereich reden wir ständig über diesen Kern. Und Medien. Also ich kann auch einen Film schauen. Ja? Ich kann auch ein Computerspiel spielen und ich aktiviere das Dopamin hoch. Das pusht auch mein Dopamin hoch und mein Gefahrensystem geht runter. Deswegen kann ich das durchsehen. So, das ist mal so im Ganzen, mal auf die Schnelle, das Traumasystem ist kennen. Mal auf die Kürze. Unser Thema ist aber ja gar nicht das Traumasystem ist kennen. Ja, sondern was wir hier bearbeiten ist, wie geht das jetzt ins Team rein? Und das schauen wir zusammen. So, die innere Bühne. Und jetzt schauen wir uns die äußere Bühne im Team. Also wir haben hier links den Klienten. Ihr kennt das jetzt schon alles, auch wenn es winzig wurde, weil ihr wisst, was da drin steht. Ne? Das ist so. Der Klient mit seinem ganzen Klientsystem. Und dieser Klient trifft jetzt zum Beispiel auf Teammitglied, so schaut er aus, ne? Auf Teammitglied 1. Und das ist jetzt so eine Tür, eine offene Tür aus Marokko. Also offene Tür beim Teammitglied 1. Und die offene Tür, die der zufällig hat aus seiner Lebensgeschichte, ist ein narzisstisches Defizit. Das ist jetzt ein Beispiel. Ja? Es gibt verschiedene offene Türen, wir schauen uns auch weitere an, aber Tür Nummer 1, narzisstisches Defizit, ist er, also zum Beispiel wie der Pflegehelfer auf unserer Station, die 17-jährige Borderlinerin, die zu ihm sagt, die sind alle daneben, die Psychologen, die Psychotherapeuten, die Schwestern, die Ärzte, das sind alle das Letzte, aber du bist super. Ja? Und der blüht auf, gell? Und der blüht mehr auf, als für diese Interaktion passt, weil der ist schon seit 15 Jahren, denkt er sich, keiner sieht mich im Team. Ja? Immer mache ich die besten Vorschläge und keiner hört es. Und wer weiß, was das wieder für eine längere Lebensgeschichte dahinter wieder hat. Ja? Jedenfalls, der hat die Tür offen. Also wer es jetzt hat, geht die Tür so. Geht jetzt auf, gell? Und der sagt, ja genau. Also da gibt es diesen Identifikationsvorgang, wo er sich sagt, ja, ich bin dein Retter, dein Säuleretter. Was bin ich jetzt? Da sehen wir schon, Position Nummer 1, Säuleretter ist einmal vergeben im Team. Die hat jetzt wer. Aber es gibt ja noch mehr Leute im Team zum Glück. Weil es gibt ja noch mehr Traumaanteile, da haben wir noch mehr Leute. Da war Teammitglied 2. Und Teammitglied 2 hat auch eine offene Tür, die dann aufgeht. Und das ist immer dann, wenn
wenn sich das Teammitglied 2 denkt, da habe ich keine Chance. Oder da bin ich das Opfer, dann bin ich ausgeliefert dem Klienten oder so. Weil dieses Teammitglied halt aufgrund der eigenen Lebensgeschichte eine offene Tür hat für Opferidentifikation. Soll heißen, es identifiziert sich damit, dass es das Opfer ist bei diesem Klienten. Und komischerweise kracht es ganz besonders oft zwischen diesem Teammitglied und dieser Klientin oder diesem Klienten. Da kracht es besonders oft. Ja? Sodass sich das auch noch bestätigt, das realisiert sich alles. Ja? Es ist ja auch beim anderen so, dass sie wirklich nur mit dem Pfleger differiert. Ne? Also, ist ja auch eine Realität. Genau, und dann haben wir Teammitglied 3 und der ist in der Täteridentifikation. Also der ist zum Beispiel total wütend auf den Klienten. Oder auf die Familie des Klienten. Oder auf die bösen anderen Teammitglieder. Also auf wen er alles wütend sein kann, da hat er eine ziemlich breite Auswahl. Ne? Aber, oder fühlt sich berechtigt, irgendwelche drakonischen Maßnahmen durchzusetzen. Wie immer, gell? Dieses, ich fühle mich ja da jetzt berechtigt, die sind ja alle daneben. Ne? Also das ist die Täteridentifikation. Das ist nicht im engeren Sinn etwas, was dieser Klient selbst jetzt sozusagen aus sich in die anderen reinschiebt, quasi magisch. Sondern es ist eigentlich etwas, womit man sich identifiziert. Da sieht man was von mir, er bietet mir, und die Klienten gehen dann so rum und sagen, magst du mein Pseudoretter sein? Und dann sagen sie, du könntest bitte mein Täter sein und du bitte mein Opfer. Und dann sagt irgendeiner, nein, mach ich nicht, dann sagt er, na gut, dann bist halt du mein Opfer. Und irgendeiner macht dann schon mit. Nicht? Und jetzt könnte man sagen, die sind ja Täter, diese Klienten, ne? Die schieben das alles rundherum. Aber eigentlich, wenn man genau schaut, ist es die Identifikation, dass man ja sagt dazu, innerlich, ne? Dass man sagt, ach, da geht mir die Tür auf dafür. Ganz nett. Schaut dann sehr magisch aus, ist aber leider sehr viel trauriger eigentlich. Ne? Genau. Teammitglied 1 zum Beispiel mit einem narzisstischen Defizit kann durchaus locker shiften in eine andere Position. Das ist der Einzige, mit dem sie redet. Beispiel. Ne? Und jetzt wird sie entlassen und er gibt ihr die Privattelefonnummer, weil er der Einzige ist und mit dem sie reden kann. Und sie ruft jetzt jeden Tag dreimal eine halbe Stunde an und sagt, wenn du nicht mit mir telefonierst, dann bring ihn um. Und er denkt sich, wegen mir lebt sie noch. Aber wohl fühlt er sich schon jetzt nicht mehr, so langsam spätestens, wenn seine Frau sagt, mit wem redest du eigentlich? Da immer am Telefon. Oder wenn die im Team sagen, hey, du telefonierst immer schon während der Arbeitszeit. Also ich rede das ein Realbeispiel jetzt. Ne? Und er sagt, was wollt ihr, wenn ihr lebt sie noch? Wie könnt ihr euch da aufregen? Ne? Das ist ein narzisstisches Defizit. Und dann kommt sie zum fünften Mal auf Station und eines Tages sitzt sie auf seinem Schoß. Wie die Schwester reinkommt. Ne? Und dann das Shift jetzt, ja, vom Säureiter hin zum Täter zum Beispiel. Also es gibt so Shifts zwischen allen Positionen. Also man kann locker von jeder in jede Position shiften. Ja. Das ist also nicht fixiert. Also wenn ich mir mal identifiziert habe mit dem, dann heißt es leider nicht, dass ich dabei bleiben muss. Oder kann auch locker shiften. Das merkt er dann gar nicht. Er sagt dann, ich bin der Vater, der es nie gehabt hat. Zitat, gell? Real Zitat. Und merkt gar nicht, wie er langsam zu dem Vater wird, den sie doch gehabt hat. Zu dem Missbrauch. Ja. Und dann gibt es natürlich noch auch die Mitglieder, die haben eine andere Lebensgeschichte. Bei diesen Klienten macht es nicht Klick. Dafür beim nächsten. Ja. Also, in der Position kann man dann cool sein und sagen, ich bin hier der Kompetente in der Runde. Das ist eine Frage der Anzahl von Klienten. Also Lebensgeschichte hat dann ja wahrscheinlich jeder hier, oder? Genau. Und da kommt es sicher rein, wo die Silvia gesagt hat, keine unverarbeiteten, integrierten Traumata. Also das ist der Punkt, wo man nochmal anknüpfen kann, wenn die Diskussion verfolgen. Also, genau. Ja, was denkt sie, wird passieren, wenn die jetzt in die Teambesprechung gehen? Nicht? Die reden darüber, wie ist der Klient und wie muss man mit ihm umgehen? Also,
Team Peak 1 sagt dann zum Beispiel, also ich finde Metacamera super, oder? Da kann man schnell Beziehungen aufbauen und die macht mit und ist kooperativ. Sagt Team Peak 3, du spielst ja, oder? Du musst ja Grenzen setzen, du hast die total mit dem Finger wickeln. Die braucht eine Struktur. Sagt Team Peak 3, also ich mach's nicht. Wenn du willst, arbeitest du mit der, nicht? Ich arbeite gerne mit der, sagt die Mitglied 1. Wenn du mir lasst, nicht? Sagt die Mitglied 1, das geht überhaupt nicht. Für sowas sind wir überhaupt nicht vorgesehen auf unserer Einrichtung. Die können auskaut, oder? Die können Grenzen setzen. Oder, gegen sowas. Oder, die Familie, der Kontakt zur Familie gehört unterbrochen, sagt die Mitglied 3. Ich sage nicht, dass das nicht manchmal notwendig sein kann. Ich sage nur, hier geht es um die Motivation, um die Frage, aus was heraus werde ich die entscheiden. Ja? Nichts gegen jeden dieser Sätze. Jeder dieser Sätze kann richtig sein. Die Frage ist, bin ich in einer Trauma-Identifikation, also in einer Date-Identifikation oder nicht? Ja? Fachbegriff projektive Identifikation. Das heißt, die beginnen sehr schnell zu streiten. Das gibt es ja den alten Spruch, ihr kennt meinen Borderliner. Zwei Teammitglieder stehen am Gang und streiten. Aber es geht gar nicht um Borderline, das ist bei den Witz falsch, es geht um traumatisierte Kinder. Ja. Was sagt Teammitglied X? Ja, was sagt Teammitglied X? Teammitglied X denkt sich, was haben die da? Wieso sind die so emotional? Ja? Die sind richtig emotional, weil sie richtig identifizieren. Denn es ist wichtig. Das ist jedem von denen so wichtig. Und das schaut so engagiert aus. Ja, denn es ist natürlich auch irgendwie engagiert für die eigene Sache, nicht? Für die Selbsteinung natürlich. Aber, aber er hat es ja leid. Ja, wir haben eine Lebensgeschichte. Und die mit den Gips ist doch üblicherweise jemand, der dann den Kurs mitredet. Der hält sich von zurück in der Teambesprechung, weil was soll er sagen, wenn er so emotional ist? Über kurz oder lang bilden sich hier Koalitionen. Also gibt es verschiedene Koalitionen, da kann zum Beispiel der Narzisst mit dem Opfer übereinstimmen, dass der Täter hier total daneben ist im Team. Jemand, der so Grenzen einfordert, also das ist daneben, das kann man nicht machen. Bindungsarbeit und so. Oder umgekehrt kann sich zum Beispiel das Opfer mit dem Täter hier identifizieren und sagen, wir haben das. Den Klienten raus. Oder wir haben Teammitglied 1 raus. Was durchaus real ist. Gell? Also, wir reden hier durchaus über Prozesse, wo Menschen in den Krankenstand gehen, entlassen werden, Klienten entlassen werden, trotz Retraumatisierung durch Bindungsabbruch. Ja, es sind pathologische Vorgänge, schädliche Vorgänge für alle Beteiligten. Und was noch passiert ist, solange die sich da zerkriegen, egal wie, mit der hier, kein Schritt weiterkommen. Der Klient bleibt stehen, wo er ist. Die anderen agieren. Und das schaut dann so manipulativ aus, gell? Das schaut so aus, als würden die alle tanzen und er hat sich die Stricke. Ich bin nicht immer ganz so überzeugt, dass die wissen, was sie tun. Beziehungsweise, wer hat sich hier identifiziert? Ne? Das ist so der böse Klient. Aber eigentlich ist es eine Identifikationsfrage. Ja, ganz schwierig wird es, wenn der Chef in einer dieser Positionen ist. Ja, also das finde ich richtig nett. Also nehmen wir uns zum Beispiel her, das Chef ist in einer narzisstischen Position. Ja? Ja, das kommt ja nie vor, aber. Aber ich spiele es mal weg. Und der Chef wird jetzt sagen, wie, also bei mir. Geht's immer super? Bei mir, die haben Bindungsbeziehungen, macht es doch so wie ich. Ja, so. Das würde der Chef zum Beispiel sagen. Du musst nur ein bisschen Bindungsarbeit machen und Lebzeit mit ihnen, dann geht's. Ja, so. Oder der Chef ist in der Täterposition. Dann sagt der Chef, also Leute, so wie ihr tut, das geht überhaupt nicht. Ja? Ihr setzt jetzt Grenzen aus Strukturen und überhaupt. Du bist überhaupt draußen, ja? Du machst es jetzt.
Also da werden dann auch so Wertungen im Team ausgesprochen vom Chef. Es gibt natürlich noch Chefs in der Täterposition, die zu schreien anfangen oder sonstige Täterhandlungen setzen, welche Art auch immer. Ja? Abgeleitet werden und so weiter. Was soll Peter so tun? Oder der Chef ist in der Opferidentifikation. Was sollen wir machen? Da kann man nichts machen. Wir müssen diese Ketten betreuen. Das ist mal, ich kann nichts machen. Oder er ist in der Fluchtposition und hat so viele Akten und hat jetzt überhaupt keine Zeit dafür. Oder er starrt schlichtweg, dann ist das Team jetzt auch nicht weiter. Er starrt so das Team und. Das ist okay. Das sind so Positionen, wo die. Das sind dann schon herausfordernde Situationen im Team. Genau. Zum Glück, muss man ehrlich sagen, hat auch das Team Firefighter. Das ist das Gute dran. Gell? Auch so ein Team hat jetzt die Täteropfer- und Pseudoretterpositionen verteilt. Gell? Da gibt es auch eine ganz normale, ich funktioniere. Und das Team kann, wenn es so einen Klienten hat, jetzt Firefighter greifen. Was kann das Team so machen? Also zum Beispiel könnte es sagen, der ist unheilbar oder unveränderbar. Da geht nichts. Und da kann man dann so hübsche Sätze sagen wie, der hat die Diagnose X oder Y. Da kann man also nichts machen, oder? Oder wir können ihn deswegen ja wohl nicht betreuen, weil der hat ja Diagnose X. Oder solange der ein Medikament hat, geht gar nichts. Oder solange der kein Medikament hat, geht gar nichts. Ja, nein. Das gibt es natürlich bei euch nie, nicht? Aber ich komme aus einer Welt, wo es sowas gibt. Ja? Oder solange das Team im Team nicht jeder mitmacht, geht gar nichts. Das ist ein schöner Satz. Mag ich nicht. Ja. Weil das wird ja irgendwann vorkommen, dass im Team jeder mitmacht. Genau. Aber man kann natürlich auch andere Firefighter nehmen, so wie die üblichen Firefighter, die hauen raus, ne? Dann Mitarbeiter oder Klienten oder so. Das wäre jetzt wirklich zu empfehlen, weil dann ist die Sache vom Tisch. Dann hat man die Sache gelöst. Man kann aber auch was noch Besseres machen, wie unseren Pflegehelfer damals, den haben wir, der ist versetzt worden im Krankenhaus. Also, finde ich auch gut. Das ist eine gute Lösung, weil man weiterhin ihre Telefonnummer hat. Wir wissen nichts mehr. Naja. Also man kann da schon einiges spielen als Firefighter, dann geht es dem Team wieder gut. Scheinbar, ne? Das ist ähnlich wie wenn ihr ankommt. Man kann aber noch was Besseres machen. Man könnte ja jetzt auch als Team wieder projizieren, so wie der Klient vorher. Man könnte ja als Team jetzt sagen, wir verteilen die Täteropfer und Säuberreiterrolle nach draußen. Dann haben wir es nicht im Team. Dann ist niemand aus dem Team, den wir rausschmeißen müssen und auch der Klient darf bei uns bleiben. Wenn das Jugendamt ist so böse oder wird uns retten oder kann auch nichts machen, Täteropfer und Säuberreiter. Oder die Polizei. Ja, was soll die Polizei machen, Opferposition? Oder die wird uns retten. Die müssen wir jetzt anrufen. Oder die böse Polizei, die kann sie. Das gleiche gilt für die Politik, das Geld, wenn wir nur mehr Geld hätten. Oder den Chef oder den Supervisor, die Familie des Klienten, es ist völlig wurscht. Das psychiatrische Krankenhaus ist auch sehr beliebt. Also man hat eine gewisse Auswahl. Ja? Ihr könnt es da frei nehmen, also könnt ihr euch so Plättchen verteilen und sagen, wohin projizieren wir? Es gibt ja Leute, die übernehmen es dann auch mal. Weil, wie war es vorher im Team? Jemand aus dem Team hat sich identifiziert tatsächlich damit und hat gesagt, ja, ich bin der Retter, ja, ich bin das Täter, ja, ich bin das Opfer. Und in den Ämtern wird euch das auch passieren. Ja, da wird es wirklich Leute geben, die sich damit identifizieren. Wenn es nur lang genug nach außen tragt als Team, dann findet sich jemand im Jugendamt, der wird zum Täter, Opfer oder Gesäuberter. Die findet sich ja. Das ist nur eine Frage. Und wenn sie im Jugendamt niemanden findet, dann probiert es halt mit dem Chef oder mit dem Budget oder mit der Polizei. Oder ein Psychiater, ich würde sagen, irgendwo findet ihr hier diese Möglichkeit. Wenn es nicht so traurig wäre, wäre es zum Lachen. Das ist leider so wahr. Und was passiert natürlich, wenn man das macht? Man macht sich handlungsunfähig. Man entmachtet sich selbst. Total.
Also die Projektion macht etwas, ne? Wie sagt Sigmund Freud, solange wir verdrängen, sind wir zur Wiederholung verdammt. Das heißt, wir machen uns einfach frei, indem wir projizieren. Das entlastet zwar, Firefighter helfen ja, so wie der Alkohol, ne? Das entlastet ja. Aber es hat seinen Preis, nämlich die Ohnmacht. Das ist mal so intim, gell? Rede ich bis 50 oder bis 50? Bis 50. was kann man tun? Jetzt muss man sich natürlich überlegen, wie komme ich denn dilemma? Und ein paar Dinge haben sich schon aus der Logik ergeben. Zum Beispiel das Durchleuchten der eigenen Lebensgeschichte auf offene Tür. Das kann man jetzt, man könnte jetzt gegenhalten, das kann ja jeder, der Pädagoge oder Therapeut oder Psychiater oder was auch immer empfiehlt wird, kann in eine Therapie gehen, ja, und das ist ja so. Aber man kann die eigene Lebensgeschichte ja auch selber durchleuchten. So ist es in der Therapie geht es leichter. Und gewisse Punkte werden sehr viel leichter gehen oder vielleicht dort überhaupt als möglich werden. Aber dass man gar nicht kann, nicht? Hat sie schon mal nachgedacht. Also das ist zum Beispiel eine eigene Lebensgeschichte. Das heißt, man könnte sich überlegen, hier im Team, in der Teambesprechung, das, die klassische Hinweis wäre ja, wenn man Teambesprechung, die ist für 30 Minuten angesetzt und dauert seit 1,5 Stunden. Da war sie schon, aha, wir haben eine projektive Identifikation laufen. Und der Auslöser ist der Klient über den Strecken. Beziehungsweise da identifiziert sich. Ne? Das wäre so, falls das noch nie, also ich kenne das, ne? So Teambesprechung, die so, uff, ne? So. Und nach der dritten Teambesprechung mit demselben Klienten war sie schon. Wenn der A sagt, sagt der B und der sagt C und der sagt D. Das läuft immer gleich. A, B, C, D. A, B, C, D. Fünfte Teambesprechung, A, B, C, D. Außer die shiften dann ihre Rollen und sagt es halt ja auch. Ne? Das heißt, man kann diese Hinweise verwenden, um zu schauen, wo docke ich eigentlich an, womit identifiziere ich mich. Natürlich könnte man auch in eine Supervision gehen, das wäre eine Möglichkeit. Jetzt muss man sagen, Supervision ist wirklich eine tolle Sache, wenn das Supervisor ist, der durchschnittlich gut bis sehr gut ist. Es gibt natürlich auch Folgegefallen, das ist jetzt sicher noch nie passiert, aber rein hypothetisch, dass der Supervisor sich identifiziert mit einer dieser projizierten Positionen. So wie der Chef vorher, auch nur hypothetisch. Gell? Aber das kann vorkommen. Und dann sagt der Chef, also Leute, in dem Fall müsst ihr zugreifen. Ne? Sagt dann der Supervisor. Der Chef sagt, ja, Supervisor. Ja? Oder er sagt, nein, muss man mehr Bindung anbieten. Und dann ist es immer folgendes, sollte dem Supervisor so passieren, dass der, der es erzählt hat, wird zum Klienten gestellt. Zum Teamklienten. Du bist der Klient im Team. Du. Das ist der Stempel gewesen jetzt. Also, dir müssen wir helfen. Zu einer Position. Oder du bist der Böse. Oder wegen dir werden wir alle zum Opfer. Ja, dann haben wir im Team endlich den, der schuld ist. Das ist total krass. Also, das passiert aber nur natürlich unter der hypothetischen Position, dass der Supervisor sich identifiziert hier. Und das ist ja spannend, das geht sogar dann, wenn nur einer aus dem ganzen Raum, nämlich der, der es erzählt, den Klienten überhaupt selbst kennt. Das geht sogar dann, wenn er der Einzige ist, der den je wirklich erlebt hat. Das finde ich immer wieder spannend, dass das System sich so rutsch manifestiert, ohne dass die anderen den kennen. Und trotzdem. Das ist schön. Da kommen wir wieder einen Beweis für dich. Also analytisch-systemische Kombination. Also das sind so Probleme. Und dann habe ich, wenn jetzt der Chef identifiziert ist, ein Supervisor, dann ist es mit der Supervision nicht immer nur ganz so leicht. Und da kann es dann passieren, dass ein Team oder ein Teammitglied sagt, die gehen nicht mehr hin. Das kommt vor. Also in anderen Teams und vor uns. Und das ist dann schwierig. Weil dann hat man diese Optionen. Das heißt, man braucht, nachdem man aber davon ausgehen kann, dass man nicht alles aus der eigenen Lebensgeschichte, wo man sich identifiziert, selber erkennen wird, braucht es für gewöhnlich eine andere Person, mit der man es teilt, die wir jetzt brauchen. Jetzt kann man sich selber seine Eigensupervision finanzieren, das ist sinnvoll.
Und man kann natürlich auch mit einem befreundeten Teammitglied sprechen drüber. In der Hoffnung, dass der nicht eine Mentalisierungsblockade mit mir gemeinsam macht, so etwas wie, ja, ich verstehe dich, du hast eh keine Chance. Das wäre zwar sehr nett, aber völlig nicht hilfreich. Also es geht ja darum, aus diesen drei Traumapositionen herauszusteigen und nichts davon zu sein, weder Täter noch Opfer noch Retter. Das wäre ja das Ziel. Und auch nicht funktionieren, wie im Alltagsnormalen der Anteil, sondern integriert auf die Sachen draufzuschauen. Wie ist die Sachlage? Wir laufen dafür Gefühle und Rollen und so. Draufschauen. Und das Spannende ist, wenn man dann den Punkt findet in der eigenen Lebensgeschichte, wo es anknüpft, und den findet man für gewöhnlich halt doch tausendmal leichter mit einer anderen Person. Da macht es Rater, Rater, und das fällt auch von einem wie ein Mantel. So. Und man ist es los. Man ist die Identifikation los. Weil man den Unterschied erkennt. Sobald man den Unterschied erkennt. Es kommt auch noch vor, dass man den eigenen Punkt in der eigenen Lebensgeschichte identifiziert hat und immer noch sieht, ja, aber der ist genauso wie mein XY-Familienmitglied oder so. Dann ist der Mantel noch nicht abgefallen. Dann muss man daran den Unterschied noch arbeiten. Das kommt vor. Aber dafür ist es dann nachher los und das ist sehr befreiend. Es hat aber einen sehr unangenehmen weiteren Aspekt. Das ist der letzte Punkt hier, da steht korrigieren in der Realbegegnung. Wir gehen davon aus, dass wir alle, je nach Lebensgeschichte, bei dem einen oder anderen Klienten Klick machen und dann in so eine Identifikation kommen. Von gehe ich aus. Also machen wir mal drin die professionellen hier im Raum, das ist die linke Hälfte. Denen passiert es nicht und euch passiert es leider. Ja? So ist es, glaube ich, nicht. Sondern jedem von uns passiert es. Die Frage ist, wann komme ich drauf? Und vor allem, was mache ich dann damit? Ich gehe also davon aus, dass man mittendrin draufkommt. Ich bin schon dabei, ich habe mich schon identifiziert. Und dann komme ich drauf, hey, ich habe mich identifiziert. Und dann muss ich es aber in der Realbegegnung mit dem Klienten selbst auch noch korrigieren. Das heißt zum Beispiel für diesen Pflegehelfer, er darf nicht mehr abgeben, wenn sie anruft, obwohl die Telefonnummer hergeben hat. Und vielleicht wird er sogar Gespräche mit dir führen müssen darüber, dass er eben nicht mehr abgeben wird. Und er wird sie nicht mehr umarmen lassen von mir, weil es dieses Realbeispiel hat. So. Also, das muss ich dann sagen, ja? Tut mir leid, ich bin weiterhin für dich da, weil ich umarme dich nicht mehr. Das meine ich mit korrigierenden Realbedingungen. Ja? Und das kann dann ein heilsamer Moment werden. Also dann passiert was, was ganz gut ist, weil das erst, weil ein Muster sich wiederholt hat und dann durchbrochen wird. Und Muster sind leichter zu korrigieren, wenn sie sich wiederholt haben und durchbrochen werden, als wenn sie nicht wiederholt werden. Vielleicht nur dann. Ja. Also das heißt, wir haben, natürlich kann alles im sehr Feinen spielen, dann sich ein Muster im sehr Kleinen wiederholt und kann es da schon durchbrechen und es thematisieren. Oder muss es halt im Groben spielen, je nachdem, wo es checkt. Und so meine ich das, wenn ich sage, man kann nur gemeinsam heilen. Ja, damit meine ich, eigentlich ist der heiße Moment immer der, wo ich auf einer höheren Spiralebene irgendwo wieder aussteige, wo ich dadurch jemand auf einer tieferen Spiralebene hilf, dort auszusteigen. Das ist der heilsame Moment. Die Idee, ich behandle jemanden durchs Einwegglas, Einwegspiegel und dahinter wird er gesund und ich habe damit nichts zu tun, die trage ich nicht mit. Aber das ist ganz was anderes, als sich zu identifizieren. Es ist eine Desidentifikation, die es dazu braucht. Und das ist genau das, was oft missverstanden wird. Jetzt ist 50, ich sage danke. Danke für diesen sehr tiefgehenden Vortrag. Ich darf eine persönliche Frage stellen, die ich mir gestellt habe. Vielleicht kennst du das Phänomen, ich habe es sehr oft kennengelernt. Man hat eine Gruppe zu betreuen mit Kindern, man tut das ganz gut, und das spürt, man geht nach Hause, jetzt kommt der andere in den Dienst und es geht rundum drüber. Und man kriegt dann auf dem Team diese kritische Frage, warum funktioniert das bei dir und warum nicht. Ist man da schon mittendrin in so einer Projektion oder ist das noch ein bisschen anders erklärt?
glaube, das allein ist noch keine kollektive Identifikation automatisch. Es wird dann zu einer, der sagt, ja, ich bin der, bei dem es funktioniert. Also dann identifiziere ich mich mit dem gelegenen Teil hier und du bist der, bei dem es nicht gelegt wird. Also wenn ich es quasi zur Rolle mache, zur Position mache, dann wird es spannend. Nicht? Da kann ich nur sagen, also bei mir war es halt hilfreich, was weiß ich, dass ich mir ein Gruppenspiel einfallen habe lassen und die Situation strukturiert habe, dann war vorher was schon schwierig und dann ist es besser geworden. Dann habe ich mich mit nichts identifiziert. Nicht? Dann habe ich einfach geredet halt mit jemandem. Aber ich sage, mir ist ja klar, bei dir geht es immer schief, weil du setzt ja keine Grenzen. Dann bin ich in der praktischen Identifikation. Oder wenn jemand sagt, ja, bei dir macht es immer alles, aber bei mir halt nicht. Dann ist der in der projektiven Identifikation drin. Er entmachtet sich, so nach dem Motto, ich kann ja eh nichts ändern. Das ist ja entmachtet, leider nicht. Man wird ja auch als Berater da entmachtet, quasi. Was soll man schon sagen jetzt? Haben Sie Fragen? Fragen aus dem Publikum? Gleich im Anschluss an diese Frage, man kann ja ein Kind unterschiedlicher Meinung sein, ja, wie man umgeht. Ja. Man ist ja dann nicht, muss ja sozusagen nicht zwangsläufig dann sozusagen gleich in der Projektion sein. Wie würden Sie das sehen? Also da gibt es ja unterschiedliche Haltungen, wie man umgeht mit Patienten. Wann ist man sozusagen in der Projektion, wann rutscht man die Rolle und wann bleibt man mal raus? Also ich nehme es ganz gerne am Mentalisierungslevel, der gerade rennt. Also Mentalisierung ist ja Ausdruck, wie die Silvia schon gesagt hat, für was bedenke und bespüre ich alles, was zwischen uns abrennt. Ja? Und wenn ich sage, okay, du hast eine andere Position, du hast nur eine dritte und ich habe meine, ich überlege nur noch im Nachdenken darüber, wieso siehst du das so, wie du siehst und wie sehe ich das und wie kommt es zu diesem und was könnte wichtig sein, und dann bin ich nicht in einer projektiven Identifikation, auch wenn wir verschiedene Haltungen vertreten, dann ist es einfach eine gemeinsame Suche. Ja? Aber wenn die Mentalisierung zusammenbricht, so nach dem Motto, das ist ja typisch, dass du das sagst. Ja? Also da ist dann nicht mehr, wie kommst du dazu und wie kommst du zu so einer Haltung, was könnte das Wichtige dran sein. Und, so, die Suche ist weg, nicht? Sondern dann weiß ich, hey, das ist aber ganz klar, dass ich da recht habe und dass das vor der Linie ist, oder? Also, da weiß ich, ich bin in einer Projektion. Das ist der Unterschied, oder? Das alles integrieren im Prinzip, aber auf verschiedenen Standpunkten stehen, wie bei einer Aufstellung, du stehst da, aber wir haben mal, halt, ich sehe alles und bedenke und spüre alles, oder der will überhaupt nicht spüren, ist doch völlig wurscht, warum der immer sagt, wir müssen das machen. Das wollen wir nicht. Das ist eine klare Mentalisierung. Und das ist der Moment, ja? Ich möchte gerne anschließen an das, was Sie ganz zum Schluss gesagt haben. Dieses Rauskommen aus dieser Spirale. Ich kenne also diese Dynamik, dass man auch da einfach manchmal Schwierigkeiten hat, rauszukommen. Haben Sie da irgendwie ein erfolgreiches Rezept, was diesen Prozess erleichtert, als Profi wieder rauszukommen, wenn man drinsteckt? Also es gibt ein paar Dinge, die mir hilfreich sind, das kann ich sagen. Mir hilft es, wenn ich mit jemandem darüber rede, den ich vertraue. Auch fachlich vertraue. Da würde ich nochmal kommen mit dem, was die Silvia sagt, Wissen ist wichtig. Ne? Also es ist für mich schon hilfreich, wenn ich es ihm erzähle, der fachlich keine Ahnung hat. Aber es ist tausendmal hilfreicher, wenn der eine Chance hat zu verstehen, was wir vorgehen können. Also das ist dann halt meistens jemanden aus dem Fach. Ja? Egal welcher Beruf jetzt genau, aber aus dem Fach. Das hilft. Zweitens hilft Distanz. Und damit meine ich auch räumliche und zeitliche Distanz. Es ist zum Beispiel der Klassiker, dass man mitten im Urlaub einfällt, jetzt sehe ich das ganz anders mit dem Klienten als mitten während der Therapie. Ja, so. Also diese zeitliche und räumliche Distanz, wo plötzlich die Identifikation von mir abfällt und ich die Sache so betrachte. Nicht? Und dann wäre es hilfreich, in dem Moment zu beschließen, dass man nicht sagt, aber geh, weil dann würde ich wieder reinsteigen, sondern das Ernst zu nehmen. Nicht? Und was mir sehr hilft, ist, wenn ich mir zeitlich, also ich mache es auch alleine, also ich setze mich hin und mentalisiere, am liebsten bei der Fahrt nach Wien, da habe ich 2,5 Stunden Fahrzeit bis 3 Stunden Fahrzeit, da bin ich in der ersten Stunde bin ich blockiert, kann nicht denken und bleibe aber einfach beim Thema
und weißt, da gibt es irgendwas. Und dann irgendwann nach einer Stunde 15 löst sich dann und dann beginnen die Gedanken zu rennen und die Gefühle, dann verknüpft sich alles und dann löst sich das auf. Das geht auch ganz gut, aber das ist ziemlich unangenehm. Aber hilfreich. Okay, jetzt war ganz kurz noch, vielleicht gibt es noch eine weitere Gegenmaßnahme, zumindest aus meiner Erfahrung. Ich komme vom SOS Kinderdorf Interpol, habe genau mit solchen Situationen und Teams zu tun und in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass wir nennen das Fallkonsultation, das ist die Bearbeitung sozusagen eigentlich der inneren Bühne des Klienten und seiner Familien- und Herkunftsgeschichte, ein sehr aufwendiges Verfahren, aber bislang hat es immer noch zu dem Ziel geführt, dass diese projektiven Identifikationen aufgehoben werden konnten, weil die betreuten Personen dann wiederum aus der Herkunftsgeschichte der zu betreuenden Kinder besser verstanden haben, warum die so sind und warum die nicht anders können. Und das hat sie aus ihren Bewertungen herausgeholt. Und damit hat sich vieles von dem, was Sie hier richtigerweise auch sagen, fast wie von allein ergeben. Heißt nicht, dass das eine dauerhafte Wirkung hat, aber zumindest einmal aus meiner Erfahrung jetzt, für ein halbes bis dreiviertel Jahr deutliche Entspannung und das nächste Mal kann man wieder drauf zurückkehren. Ja, bin ich sehr dankbar. Ist meines Wissens nach hat das Dio erfunden in Brasilien damals, diese Methode, diese Anteile des Klienten in der Teamsupervision zu benennen und zu verstehen. Ja. Und hat dann auch so ein Team geführt, die so gearbeitet haben. Das erzähle ich meistens schon deshalb nicht mehr, weil es so wahnsinnig selten geworden ist, ja? Überhaupt so zu denken. Ja? Aber an sich wäre das ja die Optimalsituation. Stellt euch vor, ihr seid im Team, ihr sitzt in der Teambesprechung, habe ich gesehen, und dann sage ich, aha, ich gehe total in die Opferhaltung, du gehst in die Täterhaltung, du gehst in die Retterhaltung, du bist draußen. Das ist die innere Bühne des Klienten, die wir hier darstellen, und jetzt nutzen wir es. Das ist eine super Sache, weil dann gibt es zum echten Vorteil, dass man sich identifiziert hat. Weil man den Klienten besser versteht und während des Prozesses desidentifiziert man sich auch noch. Ja. Kann ich nur bestätigen. Also ich kenne es nur unter Bion, aber sie nennen es. Ist ein bisschen was anderes. Ist ein bisschen was anderes. Ja, also ich verstehe es. Das führt zum selben Ziel.